Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktionen der SPD, Bündnis 90 Grüne, Kasseler Linke, CDU, FDP, Freie Wähler und Piraten sowie der fraktionslose Stadtverordnete Andreas Ernst haben bereits im Oktober einen gemeinsamen Resolutionsantrag auf den Weg gebracht, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, das seit langem überfällige Verbot der Neonazi-Organisation Combat 18 zu verhängen. Die Mutterorganisation von Combat 18, die unter dem Namen Blood and Honor aktiv war, ist bereits seit dem Jahr 2000 in Deutschland verboten. Doch die international tätige Nazi-Terrorgruppe Combat 18, deren bewaffneter Arm, blieb unbegreiflicherweise lange legal. Im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss wurden Mitglieder von Combat 18 und ihrem Umfeld immer wieder auch als Unterstützer des NSU genannt. Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war nach allen vorliegenden Erkenntnissen ebenfalls Mitglied von Combat 18. Wir haben es hier mit einem extrem gewaltbereiten, bewaffneten Zusammenschluss zu tun, der eine Gefahr für politisch aktive Menschen des gesamten demokratischen Spektrums sowie für Migrantinnen und andere gesellschaftliche Gruppen darstellt, die nicht den erwünschten Vorstellungen der Faschisten und ihrer menschenverachtenden Ideologie entsprechen. Allein die Tatsache, dass eine Organisation mit dem Namen Kampfgruppe Adolf Hitler, die regelmäßig den Einsatz von Schusswaffen trainiert, viele Jahre weitgehend unbehelligt ihr Unwesen treiben konnte, ist erschreckend. Die NSU-Morde, die mehreren hundert weiteren Opfer faschistischer Mordanschläge in Deutschland seit 1990 und nicht zuletzt die Ermordung von Walter Lübcke im letzten Sommer sind ein überdeutliches Warnsignal. Es gibt ein ernstes Problem mit militanten und bewaffneten Neonazis, mit Rechtsterrorismus in Deutschland und es ist höchste Zeit, dass diese Rechtsterroristen endlich entschieden bekämpft und ihre Strukturen zerschlagen. Er hat am letzten Donnerstag der Bundesinnenminister Combat 18 verboten. Endlich, muss man sagen. Aber auch lange genug diskutiert und angekündigt, sodass die Beteiligten längst Ausweichstrukturen gebildet haben. Wir ziehen daher diesen gemeinsamen Antrag hiermit zurück, in dem Wissen, dass der Kampf gegen Rassismus und Neonazismus damit noch lange kein Ende gefunden hat. Solange in diesem Land Flüchtlingswohnheime brennen, es in bestimmten Gegenden, nicht nur im Osten, No-Go-Areas für Migrantinnen und andere von den Rechten angefeindete Minderheiten gibt, Parteibüros von Linken, SPD und anderen demokratischen Parteien angegriffen werden, Menschen, die sich dem braunen Treiben entgegenstellen, Morddrohungen erhalten und für ihr demokratisches und antifaschistisches Engagement damit rechnen müssen, Leib und Leben zu riskieren. So lange ist dieser Kampf nicht gewonnen. Im Gegenteil, die Vorfälle und Angriffe häufen sich. Seien wir uns wachsam und bereit, den braunen Banden den demokratischen Widerstand der Zivilgesellschaft entgegenzusetzen, auf der Straße, im Betrieb und auch in den gesellschaftlichen Institutionen und kommunalen Parlamenten. Danke.